So, weiter geht's. Boah, nur eine Kleinigkeit, die ich tun musste. War relativ wichtig. Ich weiß gar nicht, ob die immun gegen Tod sind. Probieren wir es aus. Nein. So. Da. Nee. Wo ist die? Chocobo-Tusse. Ich bin verwirrt. Wo ist die? Vielleicht da hinten? Könnte die das sein? Nee, das ist so eine Spitze. Oh, wo ist die hin? Ich bin 100% fertig. Ich will jetzt wissen, wo die Schokobotante ist. Thank you.
Oh, davon habe ich schon alle. Dann kann ich ja in den Ruhrkessel. Ich kapier's nicht. Ich muss doch die Schokorotante hier irgendwo noch finden. Ah, da ist sie. Geil. Chimären. Gib her. So. Ich muss von eh allen nachher 10 haben, aber gut, dass die Tante jetzt endlich hier ist. Ja, bitte. Die ist auf. Von Gagaset aus ist sie auf dem ganz anderen Seite. Ich bin hier praktisch zu Fuß hochgerannt. Ey. Das ist ja so scheiße. Nun machen wir mal Remium Tempel und gucken, ob das klappt, was ich denke. Boah. Nur für den Laufweg. 12 Minuten oder so. Schlimm sowas. Welcome, Yuna. What is this place? Remium Temple. Once a great religious center in the Calm Lands, lost after the battle with Sin. And this is your home? What? You got something against company? It's a long story. Easier, perhaps, to show you. You're dead, too. Don't send me just yet. There is still one thing left for me to do here. With the help I can give, a young summoner might just be able to defeat Sin. Well, Yuna, I challenge you. If you cannot beat me, you'll never beat Sin. Very well. Now, are you ready? Gerne. Eon Rules. Ganz einfach. Choose your Eon Will, Summoner. Wir machen Hammerboot. Ich hoffe, er hat einen Treffer, um Valtaris jetzt anzugreifen. Ich glaube schon. Und mit 15.000 Schlägen sollte das auch sehr schnell vorbei sein. Stop. Erfüllt. Now, are you?
choose your end. Nehmen wir Hammerwut. Bahamut, Hammerwut, ja genau, ich weiß schon. Aber. Boah. Das war noch nicht mal vernichtend? Was? Das war ein Tool! Stop. That is enough. You've got quite a name to live up to. Very well. Now, are you? Muhammad. Tiamat. Englisch. Zwanzigtausender Hits, ey. Das ist doch nicht mehr feierlich. Shall we see how well you're... Shiva. Very well. Now. Choose your... Das war ein cleaner One-Hit. Stop. That... Ah, you have me. Take this. Mega-Wurschen. If you've got what it takes to beat Sen, I should be no more than a bump in your path, right? Ja. Und jetzt kommt das Letzte, was ich noch vergesse. Ion habe. Können wir gerne noch mal probieren. Ich nehme Shiva, warum auch nicht. Kann er mich überhaupt treffen, frage ich mich. Definitiv Probleme damit. Was hat das Schieber für einen Reflexwert, ey?
sau komisch. Ah, you have made some progress. And for that, I'm glad. Take this. Blumenkrone. Perfekt. Jetzt. Well. Jetzt gehen wir mal hier hinten hin. Was? Oh. Schade. Normalerweise braucht man die Knospelkrone und die Blumenkrone, um das aufzumachen. Aber leider, leider brauche ich auch erst noch das Flugschiff, um irgendwelche Siege aufzumachen, die es woanders gibt. Hätte ich gar nicht mal erwartet. Wusste ich nicht. Aber deshalb bin ich hier und ich wollte es ausprobieren. Aber im Prinzip stehen sie mir schon frei, sobald ich dann die ja, das Flugschiff hat man fast schon. Ich würde sagen, das ist schon mal ein guter Fortschritt. Komm her, Chocobo. Wir müssen jetzt zum Gagaset nochmal. Naja, eigentlich nicht direkt zum Gagaset. Eigentlich möchte ich erstmal nochmal ins Tal und mir das andere Aeon holen. Weil das, also bei dem weiß ich, dass es mir frei steht. Das ist immer ein bisschen schade, wenn man etwas versucht und es doch nicht klappt. Aber dafür probiert man es ja aus. Ich dachte, du bist Mew, mein Torwart. Training, nein, da werde ich nein, um die wahren Feinde zu bestehen. Genau. Oh, wie war das noch? Ich glaube, das war so. Do we have a deal? Do we have it? Und jetzt kann ich so war das. Adequate. You are my client henceforth. My sword shall guard you on your journey, Summoner. Ja. Kann auch sein, dass es irgendwie nicht die 800 dazwischen waren, aber jedenfalls habe ich jetzt ja, Bestie. Schauen wir uns mal an, wie die Stats sind. Also, verglichen Walfares. 57, 54. Blablabla.
Reflex von 30, das ist gut, Ifrit. Ist schon mal besser. Ixion. Ja, Shiva hat einen 48er Reflexwert. Das ist halt, ich glaube, das ist Yulu-Niveau. Und vielleicht sogar noch besser als Yulu. 76 und Bahamut hat 97 und. Boah. Yojimbo. Reflexwert von 89, sagen wir. Angriffswert von 134, das ist absolut krank. Vier spezielle Angriffe, das wäre Daigoro. Setzt Yojimbo Daigoro ein, sinkt sein Freundschaftslevel, bla bla bla. Das sollte man immer vermeiden. Kosuka, sein normaler Angriff, Single Target. Wakizashi ist halt Multi-Target oder Single-Target. Je mehr Freundschaft, desto besser. Der Wakizashi und Sanmato ist ein Insta-Kill für alles. Auf jeden Fall zu empfehlen. Ich habe keine Zeit zu reden, ne? Doch, Juni. Oh, warte mal. Guck mal, Juna. Juna hat einen Angriffskraft von 40. Wir schauen uns jetzt mal Bahamut an. 97. Juna kriegt nochmal plus 4. Dann ist sie bei 44 und Bahamut bei 103. Yojimbo übrigens noch mehr. Also, ja. Yojimbo ist sehr, sehr stark. Ich kann schon mal speichern. Allerdings hat Yojimbo, anders als Bahamut, nicht die Möglichkeit, über das Damage Cap hinauszugehen. Noch nicht. Könnte ich bald ändern. Ja. Jetzt hatte ich halt auch echt mal genug Geld, dass ich mir das Ding holen konnte, und das ist auch wichtig. So. Oh. Gebirgs. So. Und jetzt geht's ganz klar weiter, da wo wir vorher eben waren. Nachdem ich ein bisschen was probiert habe, was nicht geklappt hat, aber immerhin habe ich schon mal die Sachen. Ich wollte halt einfach nur mal gucken, ob ich schon die nächste Aeon kriegen kann, aber mal sehen, später. Steht aber auch nirgendwo geschrieben, dass es so ist. Ja. Ja, das ist Xenakant. Irgendwie sieht es aus wie jede andere Ruine hier in dem Spiel auch, finde ich. Ja. Gibt nicht viel darüber zu erzählen, glaube ich. Aber wir sind schon relativ nah am Ende des Spiels, würde ich fast sagen.
listen to my story. This may be our last chance. There was more, right? I mean, like that time. Anyone? I think... Yes? I think that we should stop. Maybe. For now. Ich weiß, was ihr jetzt denkt, warum sage ich nichts? Ganz einfach. Ich finde es ein bisschen die Musik. Solange man sie hier noch diesen niesen kann. Hier kann man sehr gut Behemoths, Mandarogas und Teufelspudding fahren. Mandaroga irgendwie. Ach, Küsschen, dann das Ding einfach. Aber auf Behemoths habe ich wenig Lust tatsächlich. Nee, es ist eine Waffe. Ich brauche eigentlich ein Schild für die Kugel. Eine Menge. Nur leider sind die Monster ja aus Pyreflies und die kann man deshalb leider nicht essen, oder? Oh, meine Fresse, wie viele Waffen gibt's hier überhaupt? Was mir noch nie so richtig aufgefallen ist, wenn man von hier aus so ein bisschen guckt, das Ding da hinten sieht echt sehr zweidimensional aus, ne? Oder? Das kaputte Blitzballstadion soll es sein von Tidus? Würde ich jetzt behaupten. Hier waren links und rechts mal Statuen. Und das wurde irgendwie zum Tempel umfunktioniert. Frag mich nicht. Das ist halt so. Journeyer of the Long Road, name yourself. I am the Summoner Yuna. I have come from the island of Besaid. Your eyes, my dear, show me the long road you have traveled. Very good. You have journeyed well. Lady Yuna Leska will surely welcome your arrival.
Go to her now and bring your guardians with you. Go. Yes. Ja, ich überlege jetzt erstmal Pause zu machen oder durchzuziehen bis zum Flugschiff. Ich würde sagen, ich mache erstmal eine Pause. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Jetzt fängt es langsam an, spannend zu werden. Und dann sage ich mal tschüss mit euch, Leute.